Herzlich willkommen bei der Deutschen Unternehmerplattform, dem Forum für mehr als 3 Millionen Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland. Heute sprechen wir wieder über eines der größten Zukunftsthemen unserer Zeit: Wie bleiben wir künftig gesund? Und welche Veränderungen stehen uns im Gesundheitswesen möglicherweise bevor? Im DUB Health, dem Grönemeyer Medizincheck, haben wir heute 3 spannende Gäste. Den Mediziner, Unternehmer und Autor Professor Dietrich Grönemeyer. Hallo, Herr Grönemeyer. Hallo. Den Dr. Christian Dohm, Head of Sales Medical der Atos Software AG. Hallo. Hallo. Und Dr. Timothy Mendel, dem CEO der Kumi Health GmbH. Moin, moin. Hallo. Moin. Ja, willkommen alle zusammen. Das Thema ist Digitalisierung im Gesundheitswesen, ein riesiges Thema. Und zum Warmlaufen, sage ich mal, würde ich gerne von unseren Gästen wissen, welche medizinische, technologische Innovation bringt uns in den nächsten 5 Jahren den größten Nutzen? Gibt es einen Gamechanger? Gibt es etwas, wo Sie sagen, wow, das ist der iPhone-Moment in der Medizinwelt? Vielleicht mag Timothy Mendel mal beginnen. Ich glaube, den iPhone-Moment werden wir wahrscheinlich noch nicht ganz innerhalb dieser 5-Jahres-Zeitspanne sehen. Ich glaube schon, dass die Themen künstliche Intelligenz oder vielleicht etwas griffiger Predictive Analytics, also das eigentlich Analysieren von größeren Datenmengen, die im Krankenhaus und in Praxen eben in den Krankenhausinformations- und Praxisverwaltungssystemen drin liegen, aber auch eben bei vielen von uns als Patienten in unseren Wearables zunehmend, dass die Analyse dieser Daten und das daraus herauslesen von möglichen Events, die dann stattfinden können, also eine sich verschlechternde Niereninsuffizienz, ein Patient, der ein kardiales Ereignis kriegen könnte, dass das eine große Rolle spielen wird. Warum? Weil vor allem die großen Tech-Giganten sehr, sehr hart in diese Richtung spielen und inzwischen jeder, der, Sie hatten das iPhone angesprochen, der eine Apple Watch am Handgelenk trägt, eben ein Langzeit-EKG da hat, was inzwischen FDA-approved vorflimmern wird, erkennen kann schon. So, die große Frage, und das ist dann eher der iPhone-Moment, von dem Sie sprechen, ist, was machen wir mit den Informationen? Werden wir in der Lage sein, diese Informationen dann in wirklich Handlungen zu überführen? Also, dass ich dann als Patient im Sinne einer neuen Steuerung von elektiven Patienten eben zu einem Arzt gehe, der mir dabei hilft, oder per Fernkonsil geholfen werde, oder anders im Krankenhaus, wenn ein Algorithmus mir sagt, Achtung, da könnte ein Patient in die Niereninsuffizienz gehen, sind wir in der Lage als klinisches Team dann auch ein Nephrokonsil, also ganz klassische Sachen zu machen, dass die Brücke geschlagen wird zwischen einer echten technologischen Verstärkung, aber der anderen Seite, the human side of things, wo wir als Medizinerinnen und Mediziner, als Klinikerinnen und Kliniker, als diejenigen, die im Gesundheitswesen dann für Handlungen sorgen müssen, diese auch sinnvoll werden umsetzen können. Wenn wir diese Brücke hinkriegen, dann ist eigentlich dieser iPhone-Moment, glaube ich, da, der uns zu viel, viel, viel besserer Medizin wird führen können. Und auch das Thema Accessibility von Care wird dadurch ganz neu definiert. Das glaube ich auch, ja. Herr Dohmen, wie sehen Sie den iPhone-Moment in 5 Jahren? Ich sehe auch keinen iPhone-Moment. Ich sehe es so, dass wir tatsächlich in eine kontinuierliche Verbesserung kommen werden durch das Erschließen von Big Data. Also das ist für mich das Thema der Zukunft. Wir sind ja sozusagen als selber nur Seitenspieler da unterwegs. Wir sind ja selber keinen klinischen Prozess unterwegs, aber ich glaube, dass es ganz zentral sein wird, den Nutzen, den wir alle aus unglaublichen Datenmengen erzielen werden, eigentlich endlich zu erschließen. Also das hat sicherlich auch was mit Datenschutz, Datensicherheit zu tun. Das sind die höchst sensibelsten Daten, die es überhaupt gibt in dem Bereich, die Patientinnen und Patientendaten. Aber diese intelligent und indikativ zu nutzen, das ist für mich eher eine strategische Frage als der eine Moment, der dann sozusagen das ganze System zum Verändern bringt oder wie immer so gerne gesagt wird, zum Game Changer wird. Das sehe ich nicht. Ich sehe also einen kontinuierlichen Prozess des Erschließens von Informationen. Die digitale Transformation ist ja für alle, vor allen Dingen für Unternehmen, eine riesige Herausforderung. Krankenhäuser müssen diesen Prozess sogar zeitgleich mit der Pandemie meistern. Kann das gelingen und worauf kommt es dabei an? Timothy Mendel.
Ja, das kann gelingen und das gelingt auch vielen Krankenhäusern gerade in Deutschland. Ich kann immer besser für den stationären Bereich sprechen und Sie hatten jetzt auch die Krankenhäuser angesprochen. Da sind viele, die das richtig gut machen. Das ist an vielen Stellen natürlich eine brutale Herausforderung und ein ständiges sich über den eigenen Tellerrand, über aus der eigenen Comfortzone hinaus bewegen und Sachen, die bisher als fix, unverhandelbar oder so Gott gegeben waren, jetzt neu zu definieren. Das ist die Transformation, die hat ein bisschen auch was mit digital zu tun, aber viel weniger, glaube ich, als sich die meisten zumindest noch vor kurzem selber wahrhaben wollten und wahrmachen wollten. Deswegen ist es auch schlau, das nicht ausschließlich in den IT-Abteilungen zu verorten, sondern als Gesamtorganisation einfach sich zu öffnen für Veränderungen. Wir sehen viele Krankenhäuser, die jetzt entweder interessanterweise auch sagen, das hat sich jetzt gar nicht ganz neu ergeben erst durch die Phase, in die wir gegangen sind, oder die das jetzt als Startpunkt sehen. Das kann gelingen. Was wir aber gleichzeitig auch immer wieder merken, ist der Druck, der jetzt auf dem System da ist, gerade auch durch die Corona-Pandemie, öffnet teilweise die Augen, für was alles geht. Also ein sehr konkretes Beispiel. Viele Häuser, mit denen wir jetzt momentan sprechen, mussten in peripheren Stationen eben Bettenkapazitäten brutal reduzieren. Aus zwei Gründen. Erstens ist weniger Personal verfügbar und zweitens brauchen sie das Personal eher in den intensivmedizinischen Bereichen, um unsere Corona-Patienten zu versorgen. So. Viele davon merken, das geht ja ganz gut. Auch die Zielvorgaben, was Verweildauern und so weiter angeht, trotzdem zu erreichen, gerade in den schneidenden, in den chirurgischen Fächern. Und dann merken sie aber manchmal auch, dass in den eher, vielleicht manchmal etwas weniger strukturiert und vor allem weniger organisiert und geplant abläufenden Fächern der inneren Medizin, sie genau an das Gegenteil stoßen und merken, es klappt hinten und vorne nicht. Und sich dann sehr konstruktiv damit auseinanderzusetzen, was lernen wir daraus, was können wir verändern, das machen viele richtig gut. Und wir hören auch raus, dass viele jetzt dieses Momentum der Veränderung, die wir in all unserem Leben jeden Tag wahrnehmen, aber auch nutzen wollen im Krankenhaus, um genau diese Digitaltransformation, die nächsten Schritte zu gehen gemeinsam. Denn eins ist auch klar, wenn wir uns erstmal wieder ein bisschen zurücklehnen und sagen, puh, das waren jetzt aber ganz schön anstrengende Jahre und das waren sie für alle von uns, keine Frage. Aber wenn wir jetzt uns mehr als, ich sag mal, ein paar Wochen Zeit des Verschnaufens geben, dann ist das Risiko groß, dass wir in eine gewisse Lethargie wieder zurückkommen. Und dann wird das nichts mit der Transformation. Und dann wird der Markt das für uns regeln und dann werden externe Partizipanten uns viel unsere eigene Handlungsfähigkeit aus der Hand nehmen. Und deswegen, wir sehen da, wenn wir ganz oben auf den Markt drauf gucken, die eine Gruppe, die mit unglaublicher Energie voranmarschieren und richtig gut sind, ein paar, die sich noch suchen und leider ja auch, es gibt auch welche, die, ich sage es immer platt formuliert, den Knall noch nicht gehört haben. Die werden es aber richtig schwer haben. Mögen Sie uns vielleicht einen Namen nennen oder ein Krankenhaus, was besonders heraussticht? Gibt es da etwas, ein Vorbild? Ach, man kennt ja viel aus der, also man kennt ja viel aus der Presse, diejenigen, die sich auch nicht erst seit gestern mit dem Thema digitale Transformation sehr aktiv beschäftigen. Ich sag mal, man liest viel von Sana beispielsweise, die das sehr aktiv vorantreiben und an vielen Stellen auch gut tun. Aber es gibt auch kirchliche Träger, da sind große dabei, die man vielleicht manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat, wo wir echt sehen, mit welcher Dynamik da vorangeschritten wird. Das lässt sich nicht auf einzelne Krankenhäuser runterbrechen, aber da sind wirklich an vielen Orten in Deutschland findige, motivierte, auch Einzelpersonen teilweise, ja, die jetzt diesen Auftrag angenommen haben, wo ein unglaublicher kultureller Wandel stattgefunden hat, eine Aufwertung auch teilweise von ehemals nur in der IT verhafteten Personen, die dafür zuständig waren, das Blech zu warten im Keller, so, wo sie jetzt eben eine Aufwertung hin zu dem strategischen Partner des Geschäftsführers bekommen haben, weil die Zukunft des Unternehmens daran abhängt, ob jetzt diese digitale Transformation, ein Weg hin zu mehr Qualität, zu mehr Effizienz, zu Mitarbeiterzufriedenheit gelingen kann. Und das ist eine Riesenaufgabe, der sich die Krankenhäuser stellen. Man liest das ja in den Einschlägen Medien, welches die guten sind. Aber wir sind überrascht, wie viele dabei sind, die wirklich jetzt Ärmel hochkrempeln und losmachen. Herr Drumm, können Sie das bestätigen? Nein. Also auf der einen Seite sicher, das ist so. Also es ist aber auch andererseits so, dass natürlich Faktoren, Bedingungen, Rahmenbedingungen gerade wirklich nicht gerade günstig sind. Auf der einen Seite also auch wirklich die digitale Transformation richtig angegangen werden muss. Ich habe es eben schon mal gesagt, es ist für mich ein strategisches Thema. Es ist für mich
kein Hoppen von einem Projekt zum nächsten, sondern es bedarf einer Gesamtstrategie. Und die gelingt nur dann, wenn ich die erforderlichen technischen Ressourcen überhaupt dafür vorhalte. Also ich hatte noch nicht das Stichwort Hyperscaler gesagt. Wir müssen an der Stelle natürlich erstmal in den Kliniken die Infrastruktur schaffen. Ich sage mal ganz konkretes Beispiel. Wenn also der bayerische Datenschutz dem immer noch entgegensteht, also der Verwendung solcher Informationsquellen, dann haben wir erstmal die Grundlagen dafür gar nicht. Also insofern sind es hier Grundvoraussetzungen auch gesetzlicher Art, die erstmal sozusagen diesen ja öffentlich regulierten Markt, in dem wir uns bewegen. Wir sind ja nicht in einem freien Markt. Insofern würde ich das nicht so sehen, wie Herr Dr. Mende, dass sofort an der Stelle der freie Markt da eingreift. Wir haben noch einen sehr stark deutschlandweit regulierten Markt. Es kann sich ändern. Das wird natürlich auch was von der europäischen Flankierung her sich dann entwickeln. Aber ich gucke es von der technischen Seite und da sind für mich vor allen Dingen Kliniken wie die Universitätsmedizin Mainz mal ganz konkret hervorzuheben, die mit, wie Sie richtig sagten, Herr Dr. Mende, auch wirklich Leuten vorangehen. Also in dem Falle einem Menschen, der sozusagen sehr stark sowohl aus der kaufmännischen und damit aus der unternehmerischen Perspektive und auch aus der medizinischen Perspektive darauf schaut, also Versorgungsprozesse konsequent auch dann von der Seite anzugehen, damit am Ende auch was bei rumkommt. Also unterschiedliches Denken da zusammenzubringen, das ist für mich das Entscheidende, um hier sozusagen Barrieren zu brechen. Nur dann kann es auch nachhaltig sein. Ansonsten habe ich ein tolles Projekt, aber eben am Ende nicht das, was ich eigentlich erreichen wollte, nämlich eine grundlegende Transformation, über die wir ja hier sprechen. Ich glaube, dass Sie beide recht haben. Das eine ist das, wie werden im Krankenhaus Prozesse aufgebrochen und wie kommt es da zu einer Transformation auch aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis sowohl im medizinischen als auch im Verwaltungsbereich. Dann kommt aber der nächste Schritt, die Vernetzung mit dem niedergelassenen Bereich, also sektorübergreifend. Ich glaube auch da, dass auch da die Sana eigentlich einen guten Blick hat, mittlerweile diesen Weg auch zu gehen. Und auf der anderen Seite auch, und das finde ich so wesentlich in der Zukunft, den Patienten auch so mit einbezieht, dass er, und damit kommen wir auf das richtig angesprochene Problem der ganzen Datensicherheit zu sprechen, dass der Patient auch wirklich mitmacht, auch freiwillig, vertrauensvoll auch bestimmte Daten auch freigibt, damit überhaupt damit gearbeitet werden kann, damit eine gesamtstrategische Veränderung im deutschen Gesundheitswesen stattfindet. Weil sonst bleibt das Stückwerk und wir kommen, wie wir jetzt ja auch sehen in der Pandemie, nicht dazu, im Grunde den einzelnen Menschen in der Gesellschaft, die Bürger und Bürgerinnen im Grunde mit einzubeziehen, ne? Die schwimmen, denn weder die Krankenhäuser sind im niedergelassenen Bereich vernetzt, noch beides zusammen mit den Gesundheitsämtern. Die Gesundheitsämter unter sich sind noch nicht vernetzt. Und dann kommt noch was Wesentliches dazu: Du musst auch mit der Technik umgehen können. Du musst einfach auch schulen. Du musst erst mal wissen, wie nutzt du die eigentlich. Einfach es nur zu machen, reicht nicht. Und wenn man das vor Augen hat, ja, dann bewegen wir uns auf einem guten Feld, aber es ist wirklich, es sind viele Steine noch wegzuräumen. Da gebe ich Ihnen sehr recht, Herr Dom. Einer der größten Steine, das ist ja wohl der Datenschutz. Es müssen Daten jetzt fließen und Deutschland gilt ja mit als Datenschutzweltmeister. Killt uns das Ganze im Vergleich zum Ausland, dass wir schneller werden, dass wir Dinge einsetzen können, dass wir uns verändern können, Herr Dom? Ich würde sagen, ja. Also ich weiß, das ist ja jetzt eine Frage, bei der man sich nur aufs Glatteis bewegen kann, bei der sich ja auch andere schon in letzter Zeit aufs Glatteis bewegt haben. Aber ich würde trotzdem ganz klar behaupten, ja. Ich glaube, dass es hier ganz zentral auf die Vertrauensbildung ankommt. Also hier sind öffentliche Akteure gefordert, aber auch natürlich die Firmen selber, also Dienstleister, die eben dafür sorgen müssen, dass wir eben das Datenschutzniveau, was wir auch in anderen Themen, in Produktsicherheitsthemen in Europa haben, auch weiterhin hoch bleibt. Also einfach nur den schnellen Euro damit zu verdienen und einfach sozusagen jeglichen Datenschutz über Bord zu werfen, das kann es nicht sein. Insofern sehe ich hier ganz klar die Verantwortung beim Lieferanten und bei der Politik gleichermaßen dafür zu sorgen. Aber ja, wenn sozusagen Commitments gegenseitig abgegeben worden sind, um eben dieses Datenschutzniveau hochzuhalten, dann muss aus meiner Sicht auch die Regulierung an der Stelle dahinter zurücktreten. Also es kann nicht sein, wie eben schon mehrfach auch angekündigt oder angedeutet, dass wir uns selber von der Bürokratie her lähmen und sozusagen jegliche Innovation im Keim ersticken. Das darf es nicht geben.
In Krankenhäusern müssen täglich viele wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wie kann eine digitale Plattform dabei helfen, Herr Mende? In ganz vielerlei Hinsichten. Ich gehe da auch gleich zu ein. Ich wollte vielleicht noch mal einmal die zwei Punkte, wenn ich da von Herrn Dohm aufgreifen. Erstens, ja, Datenschutz, extrem wichtig. Und ich glaube, es geht weit darüber hinaus. Es geht einfach darum heraus, dass wir auch in Deutschland jetzt zeigen, dass wir einen soliden Job machen von der Seite der Industrie, was unternehmerisches, verantwortungsvolles Handeln angeht, was auf langfristige Partnerschaften mit den Anbietern im Gesundheitswesen angelegt ist, weil nur gemeinsam kann man, wenn man eben langfristig agiert und eben, wie Sie sagen, zu Recht nicht auf den schnellen Euro aus ist, kann man wirklich Veränderungen und Transformation begleiten. Und ja, wir brauchen ein Rahmenwerk, was dazu uns befähigt, dann trotzdem auch von den zur Verfügung stehenden Daten Gebrauch zu machen. Da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Vielleicht noch einen anderen. Aber wenn ich da unterbrechen darf, das kann der Patient, wenn wir, ich habe 1997 schon das formuliert. Ich hatte damals mit AQUA, waren wir schon so weit, dass wir gesagt haben, Daten rein auf eine Patientenkarte, die bis heute ja noch nicht so da ist, wie wir sie brauchen wollten oder gebrauchen würden. Aber immer Freigabe von bestimmten Daten durch den Bürger und die Bürgerin, dann hätten wir eine ganz andere öffentlich-private Vernetzung schon längst. Und da sehe ich die Riesennotwendigkeit, die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen, um einfach so den Bürokratiewahn aufzubrechen. Ja, und das ist ein wichtiger Bereich. Und viele Menschen sind ja bereit, auch gar nicht so sehr ängstlich über ihre Daten nachzudenken, sondern sehr konstruktiv. Wir müssen da schon auch besser drin werden, an den Stellen es den Menschen leichter zu machen, dann diese Daten A zu teilen, aber B vor allem persönlichen Wert draus zu ziehen. Ich meine, am Ende des Tages nutzen wir alle unsere Telefongeräte, weil das halt recht gut funktioniert, damit zu telefonieren oder Bilder zu verschicken oder im Internet zu surfen. Wir sind alle Nutzer unserer Technologie und nur wenn die Technologie uns tatsächlich in unserem persönlichen Kontext einen Wert erschafft, dann gibt es eine große Annahme. Und vielleicht müssen wir uns auch zu Recht die Frage stellen, an welchen Stellen uns das bisher gelungen ist und an wie vielen auch nicht so sehr. Das ist wiederum nichts, was man so richtig gut von oben, glaube ich, verordnen kann. Das andere Thema, was ich noch mal ganz kurz vielleicht auch einfach nur richtig stellen wollte, ich glaube nicht, dass es, weil wir vorhin, als wir über den iPhone-Moment gesprochen hatten und über die Frage, vielleicht auch so ein bisschen, wie viel Zeit wir haben, jetzt diesen Prozess zu durchlaufen und was passiert, wenn wir es von innen heraus nicht schaffen, hatte ich gesagt, dass ansonsten uns auch an manchen Stellen die Entscheidungen abgenommen werden. Jein, das ist ein, oder es ist mit Sicherheit kein freier Markt, da bin ich bei Ihnen, Herr Dohm. Aber wenn wir es uns von oben angucken und sagen, ja, wie werden denn Patientenströme laufen, da wird es an vielen Stellen meiner Hypothese nach ein bisschen egal sein, in sehr naher Zukunft, ob wir in Deutschland dann freier oder ein teilregulierter oder einen komplett noch zugehämmerter Markt sind, wenn wir es nicht schaffen, relativ zügig ein Angebot zu erschaffen, insbesondere für den elektiven Bereich, für elektive Patienten, die in Kürze sehr, sehr, sehr mobil sein werden und zu der besten Behandlung, zu dem vernünftigen Preis hin werden reisen können oder sogar noch wahrscheinlicher autonom hingebracht werden in kurzer Zeit, wo Mobilität komplett neu definiert wird. Und das ist halt in diesem 5-Jahres-Fenster, über das wir sprechen. Dann weiß ich nicht, was einen großen Technologiekonzern davon abhalten sollte, unter einer Subbrand an der Grenze zu Deutschland, sagen wir in Holland, in Polen oder sonst irgendwo, eine Spezialklinik für nur rechte Füße zu machen oder nur kleine Fußzehen am rechten Fuß und das in einer Qualität und in einer Customer und damit Patient Experience, die ihresgleichen sucht zu einem Preis. So, und da werden wir, das passiert überall, wo wir hinschauen, momentan, ist ein bisschen was anderes als das Notfallgeschäft. Das Notfallgeschäft wird ein bisschen länger brauchen, aber die Steuerung von Patientenströmen über die vorhin angesprochene Apple Watch, wo über den genannten Algorithmus erkannt wird, oh, du hast Vorhofflimmern. Die Frage des Nutzers doch ist ja, was soll ich als nächstes machen? Und dann nicht mehr der niedergelassene Kardiologe oder der Hausarzt derjenige ist, der den Patienten irgendwo einsteuert zur EPU und dann zur Folgebehandlung, sondern
eigentlich Apple den Nutzer dann hat als Gesundheitsanbieter. Da wird sich brutal was ändern. Und das ist aus meiner Sicht komplett unabhängig davon, ob wir unsere Hausaufgaben oder nicht. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen und in Deutschland in der Lage sind, ein ebenbürtiges Angebot zu schaffen zu einem konkurrenzfähigen Preispunkt, dann haben wir eine Chance, um diese Patienten zu konkurrieren. Und ansonsten würden alle wir, die wir hier, glaube ich, vereint sind, auch den Weg hin zu der besten Qualität, die nachweislich dann und Transparenz irgendwann woanders verfügbar sein wird, reisen. Und deswegen glaube ich, dass da sich brutal was ändern wird, wo wir nicht unendlich viel Zeit haben, uns noch 25 Studien anzugucken, ob das denn eigentlich überhaupt alles auf der theoretischen Ebene Sinn machen könnte. Da besteht Zeit gegen uns. Das führt direkt zu meiner nächsten Frage an Herrn Drumm. Welche digitalen Entwicklungen im Gesundheitswesen sehen Sie in den kommenden Jahren auf Unternehmen und Patienten zukommen? Ist das realistisch, was gerade geschildert worden ist? Ich finde es hochspannend, was Herr Dr. Mender da ausführt. Also natürlich, klar. Also das erinnert mich alles ein bisschen an The Circle von unserem Dave Eggers. Also dass da noch eine ganze Menge an Bewegung drin ist, das ist ganz klar. Und ich glaube auch, dass da eine Menge passieren wird. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich noch einige Schritte erstmal gehen werden. Sie haben völlig recht, andere sitzen längst in den Startlöchern, haben ja auch, ich selber bin zwar kein Träger einer Apple Watch, aber einer Wettbewerbs-Watch, also natürlich wird hier alles gerade aufgezeichnet, aber ich glaube, dass wir erstmal noch an anderen Stellen stehen, zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, das ganz berühmte Stichwort, das natürlich an dem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist diese Interoperabilität, wo es wirklich darum geht, Schnittstellen, Systeme zu schaffen zwischen unterschiedlichen Informationsquellen. Ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo wir erstmal noch sehr, sehr viele Wege gehen müssen, weil ich ja die Praxis auch kenne. Also Sie kennen die Kernprozesse, ich kenne sozusagen die Unterstützungsprozesse, um im betriebswirtschaftlichen Deutsch zu bleiben. Ich bin ja Ökonom und gucke aus einer anderen Perspektive drauf. Und ich sehe, dass da sehr, sehr starke Beharrungstendenzen sind, dass beispielsweise auch Kliniken überhaupt nicht bereit sind, sozusagen zügig in die Cloud zu gehen, also in neue Felder zu gehen, wo dann auch solche Datenaustauschformate stattfinden können. Da ist also sozusagen bei denen, die sich auf den Weg machen, wie Sie richtig gesagt haben, ganz viel Potenzial, ganz viel Energie, aber auf der anderen Seite ganz viel Beharrlichkeit und Trägheit und auch Status Quo-Orientierung nach wie vor, sodass ich glaube, dass zum Beispiel wie bei diesem Thema der Bereitstellung von Personal, dass ich wissen muss, wann brauche ich denn überhaupt Personal auf einer bestimmten Einheit und wann brauche ich zum Beispiel Personal für OPs, dass ich da noch viel zu wenig mit steuern kann. Also die Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen, beispielsweise aus dem Krankenhausinformationssystem, wo ja alle Informationen über geplante Behandlungsmaßnahmen enthalten sind und dem, was sozusagen in einer Software passiert, in der es um Personalsteuerung geht, da ist noch viel zu wenig Datenaustausch, da ist noch viel zu wenig Intelligenz mit drin. Und ich glaube, dass wir deshalb dort auch ansetzen müssen. Und das meinte ich eben schon mal, sicherlich punktuell muss vieles passieren und es wird auch viel passieren. So Dinge wie jetzt Corona sind ja absolute Treiber der Veränderung, das ist völlig klar. Und ich glaube aber dennoch, dass diese Bereitschaft, über den Tellerrand zu denken, also die Bereitschaft, interdisziplinär zu denken, die Bereitschaft, miteinander zu kooperieren, also diese modernen Formen des New Work, wie man das ja auch nennt, kommen müssen, in die Kliniken hinein müssen, die wir eigentlich im Grunde genommen in anderen Berufen schon lange haben. Das sehe ich im Gesundheitswesen, da sehe ich noch viele Aufgaben für uns. Also als Beispiel, Herr Grünemeyer, ganz kurz, Beispiel aus eigener Geschichte heraus. Also was gerade Herr Mende gesagt hat, dass andere Anbieter kommen werden und dass man sich durchsetzen kann, zeigt meine eigene Geschichte. Als ich Ende der 80er Jahre angefangen habe, gegen den Mainstream zu arbeiten und habe Computertomographen, später den Kernspintomographen genutzt, um dort ohne den Bauch zu öffnen, ambulant zu operieren. Bandscheibentumore und so weiter. Das hat sich gegen riesigen Widerstand trotzdem in der ganzen Welt ausgebreitet. Gleichzeitig habe ich zu der Zeit eine Softwarefirma aufgebaut aus dem medizinischen Umfeld, aus meinem Lehrstuhl heraus, die Visus, und wir haben eigentlich das Netzwerk vom erst mein damaliges Institut vernetzt, zunächst auf Apple, später auf PC-Ebene, Anfang der 90er Jahre, dann haben wir uns verbunden mit niedergelassenen Praxen und dann mit Krankenhäusern auf der digitalen Ebene und haben auch schon gezeigt, was Telemedizin eigentlich bedeutet. Das heißt, wir haben die Kompetenz und auch die Player wie Krankenhäuser und auch niedergelassene Praxen machen mit, wenn man das entsprechende Angebot macht. Und in beides habe ich ganz viel
vertrauen, dass wir das können in Deutschland. Nur wir im Moment legen wir uns eigentlich selbstständig wieder neue Bretter zwischen die Beine, anstatt zu sehen, was wir eigentlich für Wahnsinnsmöglichkeiten haben und auch innovativ, wie wir zusammenkommen. Das zeigen ja auch gerade die Entwicklung von Impfstoffen. Jetzt kommt Novavax noch dazu und andere Dinge in der Welt, die auf einmal möglich sind. Ja, gleichzeitig die Immunstärkung zu realisieren und dann das ganze Personal mitzunehmen, die Menschen zu begeistern dafür, dass das möglich ist hier. Ich sage immer so nett und habe das auch als Begrifflichkeit mal geprägt, Med in Germany, also Medizin aus Deutschland. Ja, also im Stolz, dass wir halt auch können, Made in Germany. Also wir können es doch. Also rauf, ran, anpacken. Absolut. Warum sind die Beharrungskräfte so groß, gerade im Medizinbereich? Ist man zu verwöhnt, hat man zu viel Erfolg und hat man zu viel Geld? Also ich glaube, zwei Sachen. Erstens sind wir Menschen und das sind halt irgendwie viele Menschen arbeiten zum Glück ja in der Healthcare-Branche. Ja, es ist die größte für sich genommene Industrie, die auf der ganzen Welt eben händeringend nach weiteren Menschen sucht, die dieser immensen Aufgabe vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zur Gesundheitsversorgung erstmal zu ermöglichen und sie dann tatsächlich zu versorgen. Da stehen wir ja auch nicht alleine da. Ne? Wir haben diese ganzen Metathemen mit Altern der Gesellschaft, Multimorbidität und. Das ist erstmal ganz normal. Natürlich kommt hinzu, dass wir jetzt vielleicht gerade für Deutschland gesprochen, dass der Druck jetzt auf dem System, da werden viele sagen, ja, ist ja ganz anders, aber dass der Druck auch gerade aus einer ökonomischen Perspektive von oben gesprochen natürlich überschaubar groß war, sich verändern zu müssen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und das gilt sowohl für das Krankenhaus als Wirtschaftsunternehmen und als Organisationsform, aber auch im Hinblick auf die Rolle der darin, ich sag mal, wichtige Entscheidungen fällender und wichtige Prozesse lebender Akteure. Also ist runter in die Rolle, die ich ja auch hier vertrete, nämlich die Ärzte. Was spricht denn gegen das so zu machen wie die letzten 20 Jahre? War doch jetzt auch nicht so schlecht. So, und wir Menschen sind da natürlich auch ein bisschen gemütlich und sich immer und immer wieder an den Rand dessen zu bewegen, was gestern noch galt. Muss das denn sein? So, ne? Und natürlich war es, wenn man wiederum auf das Krankenhaus als ökonomische Einheit spricht, immer leichter, auch in der Art und Weise, wie bei uns Krankenhäuser verhaftet sind und was Trägerschaften angeht, um die Ecke zum Landrat zu gehen und nochmal um ein paar Millionen zu bitten, als seinen Mitarbeitern zu sagen, übrigens Leute, wenn wir das jetzt so nicht machen, dann weiß ich nicht, ob ihr noch einen Job habt oder weiß ich nicht, ob wir hier noch eigentlich eine Überlebenschance für unser Krankenhaus haben. So, das ist auch nicht ganz leicht, muss man sagen. Und das sind schon Sachen, die sich jetzt in vielerlei Hinsicht gleichzeitig alle verändern, sodass der Druck auf dem System brutaler geworden ist. Und das ist der Nährboden für Veränderung. Es war immer so. Und auch für auch wirklich für Innovationssprünge. Deswegen sind wir vielleicht dann doch wiederum gar nicht so weit entfernt von so diesem iPhone-Moment. Wenn man sich die große Finanzkrise anguckt, die ganzen großen Fintech-Unternehmen, die wir jetzt benutzen, um über unser Handy alle Zahlungsströme abzuwickeln, die zu den wertvollsten Unternehmen der Welt schon bald gehören werden, die eine komplette althergebrachte Industrie ablösen, die sind aus genau einer solchen Krise herausgeboren. Und das sehen wir auch, dass das jetzt, und viele glauben daran, dass das auch jetzt in der Healthcare-Crisis, die ganze Welt umfasst, gerade passieren wird. Da ist dann das Schöne wiederum, auf der anderen Seite, Menschen sind träge, wenn sie nicht müssen. Aber wenn sie müssen, werden sie kreativ, innovativ und fangen an, Lösungen zu finden für die Probleme. Und deswegen gehöre ich ganz klar zu der Fraktion derer, die sagen, hey, wir haben unglaublich viel mehr Chancen als gerade Risiken. Ja, wir müssen uns verändern und das fällt uns nicht allen leicht, aber es wird sehr klar sein, dass diejenigen, die sich verändern, zu den Gewinnern gehören werden. Und es ist halt in einer gewissen Weise alternativlos, jetzt Ärmel hochkrempeln und los. Und da ist unglaublich viel Potenzial, auch gerade bei uns in Deutschland, weil wir dann doch eben auch ein paar Sachen, die man in einem so zu Recht ja auch an vielen Stellen so regulierten Markt wie dem Gesundheitswesen halt machen muss, um langfristig erfolgreich zu sein, halt ordentlich machen muss. Und da sind wir Deutschen dann wiederum auch ganz gut drin, Sachen dann auch vielleicht zweimal zu durchdenken und nicht jetzt plötzlich, weil jetzt gerade auf der Welt auch vielleicht digitale Themen im Gesundheitswesen
Bereich hip sind, jetzt plötzlich, dann machen wir doch da auch mal ein Startup und das muss ja dann erfolgreich sein. Hatten wir auch an Gesprächen mit Krankenhäusern, die uns fragten, na, seid ihr auch so ein Trittbrettfahrer wie die vielen anderen? Zeigt uns doch mal, was ihr da an wackeligen Produkten auf Folien bisher geschrieben habt. Und dann sagen wir, nee, das Thema treibt uns seit irgendwie 7, 8 Jahren um. Seit 2007 beschäftige ich mich persönlich als Arzt damit. Das war das Jahr, in dem das iPhone rausgekommen ist. Da war noch nicht dran zu denken, Prozessunterstützung in digitaler Form zu machen, sodass es für irgendjemanden brauchbar ist. Seitdem ist ein bisschen Wasser den Nil runtergeflossen und wir haben viel verstanden, was uns jetzt hilft, tatsächlich gemeinsam mit der Industrie an vielen Stellen des Gesundheitswesens voranzubringen. Ich glaube, die Zeit wird ultra spannend und ich sehe eine ganz, ganz schnelle Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren, wo wir, da hat der Kollege Drum recht, ein paar auch Hausaufgabenthemen machen müssen. Aber wo wir auch gleichzeitig sehen werden, dass wir in den Krankenhäusern ganz speziell, aber auch zum Beispiel in den Arztpraxen im Niedergassenbereich auch ganz viele Sachen anfangen werden, parallel zu machen. Also fixing the plane while flying it an manchen Stellen. Und da müssen wir an manchen Stellen dann eben auch in Kauf nehmen, dass mal was nicht so gut funktionieren wird. Da wird richtig viel passieren und das wird extrem spannend. Aber es wird auch Verlierer geben. Los, das war der Spruch unserer Väter und Großväter hier im Ruhrgebiet. Und wir haben aus Spatt, sagen wir, immer weiß gemacht. Also hier, Medizin spielt eine große, riesige Rolle im Ruhrgebiet und auch die gesamte Dienstleistungsbereich. Also es funktioniert. Und daraus kann man lernen. Herr Drum, was macht Ihnen Mut? Oder wo sehen Sie sozusagen am Firmament etwas Positives, womit wir, sagen wir mal, in die Zukunft marschieren können? Ich sehe ganz viel Begeisterungsfähigkeit dann, wie Herr Mendes eben auch schon mal angedeutet hatte, wenn die Leute den Mehrwert erkennen, der dahinter steckt. Also wenn da einmal das Bewusstsein dafür da ist, welche Benefits dahinter stehen, und zwar jetzt nicht nur ökonomische, ja, also nur diejenigen, die beispielsweise sich am Ende in der Bilanz auszahlen, sondern auch womit ich dann am Markt als Medizinunternehmen mich profilieren kann. Also wenn ich das tun kann, wenn ich die Leute begeistern kann, Sie wissen, ein Stichwort haben wir ja noch gar nicht angesprochen, den Fachkräftemangel. Wir haben ein massives Problem, nicht nur jetzt in Corona, sondern auch vorher und nachher und es kümmert sich auch keiner drum, wirklich um die Lösung, das muss ich einfach sagen, sowohl im ärztlichen Bereich als auch im pflegerischen Dienst ist das so und ich muss die Leute mitnehmen, ich muss sie begeistern. Wenn mir das gelingt, durch zum Beispiel eben attraktive Rahmenbedingungen in der Arbeitszeitgestaltung, dann ist das sicherlich eine ganz wichtige Sache, um auch Leute zu begeistern. Also ich würde sehen, dass hier noch viel zu sehr manchmal technikzentriert geguckt wird. Also Technik muss immer im Sinne des Menschen sein, muss immer funktional unterstützen. Und insofern glaube ich, ist das, was, wenn Sie nach dem Silberstreif am Horizont fragen, für mich das Entscheidende, dass wir es schaffen, gerade so Momente wie mit BioNTech, gerade so Momente, wie wir es erleben mit auch anderen medizinischen Innovationen, dies nicht nur sozusagen als einmaligen Moment erlebbar zu machen, sondern in die Breite zu tragen. Wenn das gelingt, um die Leute mitzunehmen und ihnen gleichzeitig gute Rahmenbedingungen zu geben, dann wird da ganz viel passieren. Ich glaube, es ist eine kulturelle Frage. Ich glaube, dass wir in Deutschland ein kulturelles Defizit haben, was Innovation angeht. Und ich glaube, das betrifft nicht nur die Medizin. Mhm. Aber was hat jetzt Fachkräftemangel mit Technologie zu tun? In eine ganze Menge. Also da geben Sie mir natürlich jetzt das Stichwort, den Metapunkt. Also wenn ich zum Beispiel nicht die Möglichkeit nutze, wie ich es eben schon mal angesprochen habe, Algorithmen in einer Planungssoftware zu berücksichtigen. Ja, also wenn ich nicht die Möglichkeit habe, zum Beispiel Regeln, Arbeitszeitregeln, Qualifikationen, Patientenbedarfsversorgung mit in einer Planung zu berücksichtigen, dann ist das irgendwie Planung von gestern. Also natürlich intelligente algorithmische Planung ist ein ganz wichtiges Thema, um auf der einen Seite Menschen zu entlasten von bürokratischen Aufgaben, die dazu führen, dass Zeit, die wirklich woanders für gebraucht wird, eben in irgendwelche, sage ich mal, Bedienungen von Dienstplänen erfolgt. Und zum anderen aber geht es ja um Folgendes, dass ich natürlich in der Kapazitätsauslastung dort dann das Personal verfügbar habe, wenn ich es auch wirklich brauche. Das ist ja das, was ich eben meinte, dass es im Grunde genommen erstmal um die kleine Hausaufgaben geht, die auch Kliniken machen müssen, dafür zu sorgen, dass ich dann Versorgung auf die Bahn bringen kann, wenn ich die Leute brauche und nicht permanente Überlastungssituationen zulasse. Und insofern hat Technik sehr viel mit Menschen zu tun und umgekehrt ist Technik die Voraussetzung, um eben auch zum Beispiel für Arbeitszufriedenheit zu sorgen in den Kliniken. Das heißt aber auch, dass ich Begeisterung für die Berufe
in der Medizin schaffe, dass ich Begeisterung für die Pflegenden schaffe, für Krankenschwestern, Krankenpfleger, dass ich sie ganz anders bezahlen. Ich habe irgendwann ja im letzten Jahr auch formuliert, brutto gleich netto, dass man einfach Steuer ihnen erlässt, das heißt aber auch gleichzeitig anwirbt, ausbildet, da die Digitalisierung natürlich nutzt, so wie Sie es auch gerade gesagt haben und Herr Mende auch im Transformationsprozess, dass man nicht mit 10 Leuten am Krankenbett steht, was sowieso eine Übermacht anbetrifft und der Patient immer kleiner wird im Bett, sondern dass man da vielleicht zu zweit steht, aber die Unterstützung hat von digitalen Hilfssystemen gleichzeitig. Auch die ganzen Wearables oder was wir haben, die Sensortechnik mit integriert und zeigt, dass dieser Berufsstand, die Fachkräfte in einer fantastischen Welt eigentlich arbeiten können, nämlich Lebensqualität zu halten, aber erstmal zu schaffen und dann zu halten. Also so, wenn wir das hinkriegen, dass wir sagen, die Medizin ist nicht nur eine Wahnsinns Zukunftsbranche in Bezug auf Arbeitsplätze, im Bereich des ökonomischen Umfeldes der Firmen, sondern sagt, das sind fantastische Arbeitsplätze innerhalb der Medizin, in den Krankenhäusern, in den medizinischen Berufen, als Arzt, als Krankenschwester, als Assistentin, als Masseur, als was auch immer, Physiotherapeutin, Ernährungsspezialist. Wenn wir das hinkriegen und sagen, das ist die Zukunft, dafür geben wir auch Geld aus und wir tragen euch und wir bilden euch aus und im Transformationsprozess nutzen wir die tollen Möglichkeiten der digitalen Welt, ja, dann wird es was ganz anderes geben. Und ich gebe Ihnen völlig recht, da müssen wir ganz gezielt drauf uns fokussieren. Dann werden wir wirklich ein wunderbares Made in Germany und Made in Europe hinbekommen. Abgesehen davon, dass ich das Label genial finde, würde ich noch eine kurze Anmerkung machen wollen, wie es sich in die tägliche Praxis auch wirklich des Menschen einfügt. Wir alle nutzen, keine Ahnung, die Bahn-App, die Banking-Apps, alle möglichen Apps jeden Tag. Und insofern zum Beispiel auch Planungsprozesse, Patientenversorgungsprozesse einfach in die tägliche App zu integrieren. Bring Your Own Device ist ja da das Stichwort. Ja, die tägliche Verbindung oder diese Work-Life Integration zu schaffen, das ist erforderlich. Ich weiß, ich kann mir meinen Zug buchen, aber ich weiß nicht, wann ich mir meine Schicht buchen kann. Also wenn ich das tun kann, dann hat Medizin aus meiner Sicht noch viel zu tun. Ja. Mhm. Ich würde den Ball auch nochmal aufnehmen, weil das, glaube ich, eine total spannende Frage ist, die Sie da formuliert haben, Herr Buhr. Wie kann Technologie uns helfen, tatsächlich mit dem Megaproblem Shortage eben in der Gruppe der Medizinerinnen und Mediziner und im Pflegebereich natürlich ganz groß und alle anderen Gruppen, die ja auch in unseren deutschen Krankenhäusern, aber auch weltweit eben fehlen. Und auch auf absehbare Zeit, da können wir noch so viel an Gehältern drauflegen, uns fehlen werden. Und da können wir auch nicht immer eben große Ladungen an Flugzeugen oder Bussen von irgendwo anders aus der Welt rein. Das wird das Problem nicht lösen. Es wird das Problem nur umverteilen, wie das ja so häufig uns in der Medizin in der Vergangenheit auch als Medizin für das System mal mehr, mal weniger gelungen ist zu nutzen. Vielleicht ein sehr konkretes Beispiel von dem, was wir bei Kumi tun. Nochmal, und zwar einmal im ganz kleinen konkret und einmal in einem großen, eher visionären, den Raum da einmal aufspannen. Wir machen ja eine Plattform, eine Kommunikations- und Kollaborationsplattform, Software, also wirklich ein Softwareprodukt, was es Menschen im Krankenhaus, Teams leichter macht, zusammenzuarbeiten. Und zwar entlang von standardisierten klinischen Prozessen, SOPs, diejenigen von Ihnen, die im Krankenhaus tätig sind, kennen die zu gut. Und sodass wirklich die rechte Hand weiß, was die linke tut. Sodass man im Prinzip eine digitale To-Do-Liste hat, so wie wir es bisher, ich als Arzt, das lange Zeit auf meinem Zettel in der Kitteltasche hatte. Jetzt noch ein Echo, jetzt noch ein EKG, jetzt noch ein CT dahinter, vielleicht noch eine Aufklärung, ein Entlassgespräch, ein operativer Eingriff. Böse könnte man das Ganze schimpfen als Kochbuchmedizin. In Realität ist es aber der sehr, sehr, sehr berechtigte Versuch und auch belegbar mit guten Ergebnissen, Sollprozesse, also etwas, was wir uns vorgenommen haben, nämlich indem wir es in Standards reinschreiben, immer leitlinienbasiert, also die Fachexperten in jedem Bereich sagen, so macht man das, in unser tägliches Handeln zu überführen. Und ein bisschen wegzugehen von der Medizin, die wir als Ärzte, wenn wir uns in den Spiegel schauen, auch sehen, nämlich ach, an manchen Tagen machen wir schon ganz schön viel Freestyle. Immer mit dem richtigen Zweck und dem richtigen Ziel im Hirn zu sagen, ja, wir wollen aber doch nur das Beste für unseren Patienten.
Aber Freestyle heißt halt auch, dass man an manchen Stellen mal, wenn man keine Sicherheitssysteme dahinter hat, mal was vergisst. Weil wir sind auch, führen privat auch ein Leben als Ärztinnen und als Ärzte, haben vielleicht Kinder zu Hause, die mal krank sind, kommen am nächsten Tag wieder und hatten die guten Pläne, die wir gestern hatten, in unserem Hirn mit nach Hause genommen. Und dann fängt die Kollegin, der Kollege wieder von vorne an. Das ist nicht Prozessexzellenz. Das heißt, wir machen eine Plattform, eine digitale To-Do-Liste, die genau das möglich macht. So, jetzt ist die Frage, wie hilft sowas? Im Kleinen und im Großen, um tatsächlich diesem Problem der fehlenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht zu werden. Ein sehr konkretes Beispiel. Wir beackern damit das größte Problem, was momentan die Kliniken in Deutschland haben, was wir mal wieder hören, ist die Einsteuerung von Patienten in das Krankenhaus. Also tatsächlich Belegungssteuerung, weil ultimativ kämpfen wir dann um freie Betten auf der Station. Eine Belegungsmanagerin steht heute in fast allen deutschen Krankenhäusern mehrere Stunden und führt nachweislich 20 bis 30 Telefonate, um ein Bett für vielleicht einen kardiologischen Patienten, der in der Notaufnahme aufgenommen wurde, zu finden und den dort unterzubringen. Genau. So, da kann man sich ausrechnen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das kann so nicht funktionieren. So, also Access to Care ist da im kleinen und sehr konkreten gedachten Thema. Belegungssteuerung ist das konkrete Stichwort. Wenn wir jetzt ganz auf das andere Spektrum der Medaille gucken und mal von oben auf die Erde drauf und überall dieses unglaubliche Fehlen an Fachexpertise und an Kapazitäten, auch gerade im pflegerischen Bereich. Ich habe Zahlen gelesen, in den USA fehlen in wenigen Jahren 500.000 Pflegekräfte. Ja, man muss gar nicht fragen, wie viele in Indien, in Afrika, an anderen Stellen fehlen. Bei uns in ein paar Jahren auch. Genau, so, ne? Also das kann man über keinen Hebel der Welt sinnvoll und schnell lösen, außer wenn man die verfügbaren vor allem effizienter, effektiver macht. So. Und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, was sind denn eigentlich die Elemente, die wir heutzutage schon sehr gut skalieren können, um vernünftige Gesundheitsversorgung zu machen, zum Beispiel auch in einem kleinen afrikanischen Dorf, wo es vielleicht eine kleine Hütte nur gibt und vieles anderes nicht. Wir haben inzwischen Medizintechnik, die wir mit einem Sonogerät zum Beispiel an unser iPhone anschließen können, wo ein Algorithmus dabei ist, der auch einem fast ungeschulten Menschen es leicht macht, einen Abdomen abzusonografieren. Die Bilder können heutzutage, während wir sprechen, irgendwo nach New York, nach Hamburg zu Ihnen ins Ruhrgebiet geschickt werden, wo ein Fachexperte die interpretiert und viele der vielleicht erforderlichen therapeutischen Mittel, also vielleicht sogar eine auf einer molekularen Basis hochspezialisierte Substanz, kann mit einer Drohne dahin geflogen werden. So. Das, was uns vor allem fehlt, und noch eine ganze Menge, ist halt jemand, der vielleicht dann, wenn es notwendig ist, operieren kann. Gut, da brauchen wir ein paar irgendwie Chirurgen. Aber was wir vor allem brauchen an vielen Stellen, ist Personen, die eigentlich eher einen Management-Job machen, nämlich Informationen reinnehmen, Entscheidungen fällen über nächste Schritte, zum Beispiel auch auf Basis der Unterstützung von den Algorithmen, über die wir vorhin gesprochen haben, sodass diese nächsten Schritte eingeleitet werden. Zum Beispiel dann eine Verlegung in ein größeres Krankenhaus oder eine andere Therapie oder eine weitere Untersuchung, die auch irgendwo verfügbar ist. So. Entscheidungen finden in der Medizin typischerweise im Kollektiv von mehreren Experten statt. Manche wissen eine Sache, manche andere besser. Und das müssen wir koordinieren entlang von irgendeinem Prozess. So, und das ist das, was wir skalierbar machen müssen und in welche Welt wir auch denken, womit wir auf ganz, ganz großer Ebene eigentlich den Zugang zu einer richtig guten Medizin für viel, 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 viel mehr Menschen, und da brauchen wir gar nicht bis nach Afrika gehen, sondern wir haben das Thema hier Versorgung in der Fläche bei uns auch in Deutschland, in vielen Bundesländern, wo wir einen ganz großen Hebel in der Hand haben, um das einzige Thema, was wir nicht richtig gut skalieren können, wie man in der Tech-Sprache sagt, in den Griff zu bekommen, nämlich diesen Personalengpass. Menschen, die wirklich entscheiden und dann an dem Ort die richtigen Schritte eingeleitet werden. Großer Bogen geschlagen, den haben wir alle zusammengeschlagen. Jetzt noch kurz ein Elevator-Pitch, hätte ich fast gesagt. Wir haben über Digitalisierung gesprochen, wir haben über Gesundheit gesprochen und auch über Apps. Und meine Frage, in wenigen Sekunden können Sie sagen, welche App haben Sie zuletzt runtergeladen und wieso? Kann auch Musik-App sein, irgendetwas, irgendwas Modernes, wo Sie sagen, Mensch, das hat mich fasziniert. Als Mensch, der ständig seine Banking-App Einlog-Daten verliert und auch Passwort und PIN gerne vergisst, ist es einfach die optimierte App meiner Bank, bei der eben ich wirklich das bekomme, was ich brauche als Nutzer, einfachen Zugang. Und insofern bin ich da sehr großer Fan von einfache Zugänge in Apps. Und ja, deshalb nutze ich sie. Perfekt. Herr Mende,
Kurz und knapp, Sie haben gerade geguckt auf Ihr Handy, was haben Sie runtergeladen oder laden Sie gerade was runter? Nee, es ist eine sehr gute Frage. Ich stelle die auch fast immer, wir stellen viele Leute ein momentan, ich stelle die fast immer den Bewerberinnen und Bewerbern ein bisschen anders, nicht was haben Sie gerade runtergeladen, sondern was haben Sie auf Ihrem Homescreen, weil das ein ziemlich guter Einblick ist in das, was man tatsächlich viel auch nutzt. Was ist bei mir auf dem Homescreen? Sind schon ein paar To-Do-Listen-Apps, um einfach effizienter durch zum Beispiel einen Einkaufsprozess von Lebensmitteln zu kommen und den mit anderen Akteuren, die bei mir im Familienumfeld auch einkaufen, zu teilen, ohne sich ständig abstimmen zu müssen. Das ist nämlich der Unterschied. Bin ich ein großer Fan von auch Hörbüchern, Podcasts. Das heißt, Audible ist ein ständiger Begleiter, weil es so unglaublich viele gute Bücher da draußen gibt, die man eben auch über gute Hörbücher inzwischen sehr effizient konsumieren kann und sich tatsächlich in diesen ganzen Bereichen weiterbilden kann. Das ist ein unglaublich sich schnell weiterdrehendes Rad, Digitalisierung, Transformation der Medizin. Da gibt es viele schlaue Leute da draußen, die vieles inzwischen in Form von Hörbüchern publizieren und die konsumiere ich sehr gerne. Herr Grünemeyer. Also wenn man lernen will, wie man Widerstände und großes Wissen trotzdem durchbrechen kann von Dritten, dann sollte man sich bei Netflix Damen Gambit anschauen, wo eine junge Frau die ganzen Großweltmeister dieser Erde schlägt und dabei auch viele Widerstände, auch persönliche, überwindet. Das Schöne ist, dabei kann man auch entspannen und kann sicherlich auch mal abends dann ein Glas Wein trinken. Und das gehört auch zu unserer digitalen Welt dazu. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen, Dr. Christian Dumm und bei Dr. Timothy Mende und auch bei Professor Dietrich Grünemeyer. Das war ein ganz spannender Talk, hat uns viel, viel Wissen, viel Licht in die Zukunft gebracht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und gucken, ob alles das, was Sie an Hoffnung transportiert haben, was Sie an Mut gerade zeigen, ob sich das auch dann widerspiegeln wird in der Zukunft, dass wir gesünder sind, dass wir schneller an Medizin kommen und dass wir auch dieses Thema Fachkräftemangel in den Griff bekommen durch Digitalisierung. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss aus Hamburg.